Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Was glauben Sie, über wie viele Kilometer geht der Marathon? 400 Kilometer. 400 Kilometer? Ja. Welche Stile gibt es beim Schwimmen? Eine Art ist auch nach einem Tier benannt. Frosch. Gebt dir mal drei zur Auswahl. Raupe, Schmetterling oder Zitronenfalter? Ich denke eher eine Raupe. Und Schmetterling kann es nicht geben als Schwimmstil? Ich weiß nicht. Wenn der Schmetterling mit seinem Flügel ins Wasser kommt, kann er nicht schwimmen und nicht mehr fliegen. Bei welcher Sportart wird besonders viel gebaggert? Gebaggert. Weitsprung? Ja. Warum Weitsprung? Ja, weil das ist doch mit Sand so. Gibt es geradeausschießen oder Bogenschießen? Geradeaus. Warum geradeaus? Ja, die schießen ja geradeaus. Nach dem Hochsprung, dem Weitsprung, gibt es jetzt auch den Eisprung. Was machen die beim Eisprung? Eier balancieren oder sowas. Ja. Vielleicht springen mit einem Ei auf der Nase oder so. Was glaubt ihr, was gibt es denn beim olympischen Turnwettbewerb? Dram Tschechin, Dram Schwedin, Dram Griechin oder Dram Polin? Dram Tschechin. Warum Tschechien? Hört sich nett an. Der FFH-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.